Heute möchte ich euch mal die Brickheads zeigen. Ich weiß, ich war am Anfang auch super skeptisch, was man mit solchen paar Lego-Steinen soll, ohne Minifigur und ähnliches. Aber nachdem ich die Rendite gesehen habe, hat sich meine Meinung komplett geändert. Also, wenn ihr nichts verpassen wollt, würde ich sagen, bleibt dran und los geht's. Beginnen wir mal mit den Tusken Raider für 9,99 € UVP. 152 Teile kriegen wir dafür, das sind ungefähr 6 Cent pro Teil. Als nächstes Mandalorian mit Grogu zusammen für 19,99 € UVP, 295 Teile, was einem Teilepreis von ca. 7 Cent pro Teil entspricht. Und zu guter Letzt Ahsoka ebenfalls 9,99 €, 164 Teile, was ungefähr einem Teilepreis von 6 Cent entspricht pro Teil. In der Vergangenheit sind natürlich schon einige Brickheads erschienen. Hier seht ihr Finn, Captain Phasma, Kylo Ren und auch Rey. Aber das ist noch bei weitem nicht alles. Hier haben wir noch Han Solo, Chewbacca, Darth Vader, einen Stormtrooper, Prinzessin Leia, Boba Fett. Diese Brickheads gibt es natürlich auch im Doppelpack. Hier haben wir einmal Obi-Wan Kenobi mit Darth Vader, Kylo Ren mit einem Sith Trooper und ganz süß, wie ich finde, Boba Fett mit Han Solo in Carbonit. Ja, schauen wir uns mal drei Sets an für dieses Video ganz besonders. Das ist einmal Kylo Ren mit dem Sith Trooper, wird aktuell verkauft für 39,99 €. Da war nur 20 € knapp die UVP. Dann haben wir Darth Vader. Der wird aktuell verkauft für knapp 50 €. UVP 10 €, also den Wert einfach mal ja, verfünffacht und hier einmal fast verachtfacht, verneunfacht. Der Wert vom Boba Fett, also wirklich ein super Investment. Das sind natürlich Wahnsinns-Renditesummen und da schauen wir uns gleich mal die anderen Sets auch an. Wenn das Video euch bis hierhin gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen. Vielen Dank, Freunde. Beginnen wir mit den Tusken Raider. Wenn wir die Einzelteile komplett verkaufen würden, wären wir bei 20,45 €. Und wenn wir die Sachen bei eBay verkaufen oder das Set bei eBay verkaufen, dann sind wir bei 19,10 €, 14,90 €. Das sind so die jetzt aktuellen Preise. Und ihr dürft nicht vergessen, das Set ist immer noch erhältlich, ja, für 10 € und es wird für diesen Preis schon bei eBay angeboten. Bei Mandalorian mit dem Kind, aktueller Preis, wenn wir es verkaufen würden, alle Teile einzeln 31,01 €, also auch nochmal ungefähr 10, 11 € mehr. Und wird bei eBay momentan verkauft für 14,90 €, 14,20 €. Auch bei Amazon verfügbar für unter 14 €. Also da ist jetzt noch kein Riesengewinn, aber das Set ist ja noch verfügbar. Und Ahsoka wird, wenn wir die Teile einzeln verkaufen, wenn wir da 19 € kriegen und wird bei eBay für 22,99 € verkauft oder für knapp 20 €. Also da wäre jetzt schon, wenn wir das Set kaufen für 10 € eine Rendite von 100% drin, teilweise sogar über 100%. Das kann sich natürlich definitiv lohnen. Kommen wir mal zum Fazit. Also alle drei Sets haben keine Minifiguren, was ja normalerweise ein kleiner Mangel ist oder ein Makel ist an einem Set. Aber in dem Fall nein. In dem Fall gibt es wirklich 3 von 3 Sternen. Die lohnen sich absolut zum Investment. Wir haben gesehen, was sie jetzt schon wert sind. Wir haben gesehen, was die vorigen Brickheads, die es nicht mehr gibt, für teilweise rasante Entwicklungen genommen haben. Von meiner Seite eine ganz klare Investment-Empfehlung, aber ihr wisst Bescheid, wie immer, ich bin kein Investmentberater, das ist nur meine Meinung. Also, wenn euch das Video gefallen hat, hier findet ihr noch weitere spannende Lego-Investment-Videos und dann danke ich euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!